So, Video läuft. Hallo alle miteinander, da bin ich wieder. Ja, mein Kameramann ist leider nicht da und deswegen muss ich das erstmal wieder so machen. Ja, ich wollte noch ein kleines Zwischenvideo machen. Ich hatte ja vor, halt noch das eine, was ich letzte Nacht gemacht habe, mit heute Abend zu verbinden. Das heißt, auf jeden Fall gibt es heute noch was zu futtern. Ja, ich dachte mir, dass ich euch jetzt mal zeige, wie ich halt, wie gesagt, die Becken halt jetzt alle ein bisschen bewässere oder halt ein bisschen Wasser reinmache. Und ja, dazu gehe ich mal einmal kurz hier hin. So, nehmen wir erstmal schon mal wieder meine Lego-Stange, ja, um die Fallscheiben halt hochzumachen. Dann haben wir ja standardmäßig, haben wir ja ganz normal hier diese Sprühflasche, die halt von vielen benutzt wird. Es gibt auch einige, die haben dann halt dieses Ding mit Stab oder was, was auch nicht schlecht ist. Das war ich auch am Überlegen, ob ich mir das noch zulege. Und ich benutze den aber eigentlich weniger, weil ich halt auch, sagen wir es mal so, nicht einfach willkürlich halt alles einsprühe. Also es gibt viele Spinnenfreunde, die halt, ich sag mal so, eigentlich nur die Frontscheibe großartig sauber machen und wie gesagt, sprühen, machen und tun. Und ich finde, dass dann nachher Zeit oder was natürlich klar, die Spinnen, gerade wenn man halt Baumspinnen hat oder was, wie gesagt, die können die ganzen Scheiben natürlich auch ganz schön voll kacken und das bleibt nun mal nicht aus. Und ich bin da halt mehr so der Typ, der halt dann auch guckt und so, wenn irgendwo was ist. Hier zum Beispiel die Eminia hat da ein bisschen was hingemacht. Das werde ich dann gleich mit sauber machen. Und ja, ich habe mir dann halt diese Dinger mal geholt. Einen Moment, zeige ich das mal einmal. Das ist jetzt auch nicht optimal. Ja, diese Plastikbrausen habe ich mir mal geholt. Und ja, ich habe dann einfach eine ganz normale Aldi-Flasche genommen. Jetzt mache ich gerade Schleichwerbung. Und ich komme da eigentlich relativ gut mit klar. Das Problem ist halt nur, dass es halt jetzt nicht so dicht und dann geht auch mal ein bisschen Wasser daneben. Aber ich stecke mir jetzt gleich Zeber in die Tasche und ich zeige euch das jetzt mal einmal, weil ich da eigentlich ganz gut mit hantieren kann mittlerweile. Und halt auch gezielt da bewässere, wo ich das gerne haben möchte. Und mit diesen Sprühflaschen ist es halt immer so, dass man halt zu viel einsprüht, finde ich. Dass man halt die ganzen Scheiben halt mit einsaut. Und wir haben halt auch bei uns hier im Ort ziemlich hartes Wasser. Und dementsprechend sehen die Becken dann halt dementsprechend halt auch aus, weil, ne, wie gesagt, wenn die dann also verkalkt sind und also mein Ding ist es nicht. Es gibt sehr, sehr viele, denen das, wie gesagt, völlig egal ist. Hauptsache, die Frontscheibe ist ein bisschen sauber. Hauptsache, man kann überhaupt noch irgendwo was von dem Tier sehen. Ist nicht so mein Ding. Wie gesagt, es gibt auch einige YouTuber, die ich halt mir schon angeguckt habe. Und ich sage jetzt auch keine Namen oder sonst irgendwie was. Wie gesagt, die sehr, 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 sehr viele Tiere haben. Und die dann halt auch alle in diesen Boxen haben und so und oder wenig, sehr wenig Platz. Ich meine, eine Spinne braucht nicht viel Platz, das ist richtig. Ja, die ist an ihrem Ort und da bleibt die dann auch, wenn die sich wohlfühlt. Das ist alles korrekt, aber ich sag mal, ja, ich habe schon Videos gesehen, wie gesagt, wo halt eine ausgewachsene Metallica in so einem kleinen Plastikwürfel war. Ja, und die Spinne, die war schon auch und die hatte kaum Platz und alles war voll geschissen und das sah schon ziemlich doof aus. Und das ist nicht mein Ding. Also ich finde, ich möchte auch Spaß dran haben. Und ich möchte auch, dass die Becken einigermaßen sauber sind. Natürlich klar. Wenn man natürlich auch Schiss vor den Tieren hat oder so und hantiert da rum oder so und hat Angst, dass man gebissen wird oder was. Ist klar. Bei mir ist das mittlerweile nicht mehr der Fall. Damals hatte ich da auch ein bisschen Bedenken. Aber es ist einfach so, wenn man sich, wie gesagt, die Spinnen anguckt. Habe ich auch schon in einem anderen Video erwähnt, ziehen sie sich doch alle zurück, wenn man halt an die Becken dran geht. Es sind eigentlich die wenigsten Spinnen, die also sitzen bleiben und ganz klar Kante zeigen.
Und auch da wäre ich dann halt auch ein bisschen und würde sagen, okay, da muss ich jetzt nicht unbedingt drin rumfummeln in dem Becken. Aber ansonsten, wenn ich sehe, halt die Spinnen ziehen sich zurück oder sind eh, ich gucke auch immer auf jeden Fall, wo sind sie, die Tiere. Und bevor ich dabei gehe und so, und dann sehe ich das auch nicht als Problem an. Da halt ein bisschen was zu bewässern oder Futterreste rauszunehmen oder halt, wie gesagt, ein bisschen die Scheiben sauber zu machen. Und das ist dann kein Thema. Ja, dann würde ich sagen, ich zeige euch das einmal, wie gesagt, wie ich das mache. Ich habe dann hier meine Pulle. Zeber ist immer ganz wichtig. Zeber darf nicht fehlen. Wie gesagt, hier ist halt meine 1,5 Liter Pulle. Normalerweise, ja, viel brauche ich eigentlich nicht. So, dann mache ich mir jetzt schon mal so ein Doppelzeber ab. Packe ich mir hier in eine Tasche rein. So. Ja, dann nehme ich mir halt noch hier einen hin, falls so was daneben geht. Ja, und dann kann es losgehen. Packe ich das mal wieder zurück. Auf geht's. So, Stuhl. So, dann fangen wir mal an mit der Versicolla. Gut, die ist da sowieso drin, da brauche ich auch nicht viel machen. Und wie gesagt, ich kann jetzt einmal so reinhalten oder halt auch so. Wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, ob ihr das seht. Jetzt habe ich ein bisschen Wasser halt auch an das Netz gemacht. So. Großartig brauche ich da jetzt eigentlich auch nichts mehr machen. So, ich mache jetzt hier noch so eine Zeber, so eine kleine Verlängerung, mache hier so ein bisschen da wieder was weg. Aber das ist, das muss man nicht. Ja, ich bin da vielleicht ein bisschen übertrieben, sage ich sogar selber von mir. Aber ich denke mal, das muss ja auch jeder selber wissen, halt, wie er das mit den Tieren handelt und mit dem Saubermachen. Und ja, so, zack, die nächste auf. Ne? Aufpassen, dass mir die Grille nicht abhaut. So. So. Zack, da braucht auch nicht viel rein. So. Scheiben sind soweit alle sauber. Einmal durchgucken. So, zack. Und so den Apparat. Dann gehe ich hier einmal oben rüber, weil man ja immer auch die Footfinger hat. So, und dann geht es weiter. Alles klar. Wie gesagt, ich weiß auch gerade gar nicht, was der jetzt großartig aufnimmt. Ich gehe noch mal gucken, ob der Winkel überhaupt passt. Ne, mit dem Kameramann ist das natürlich einfacher. Ob ihr da überhaupt seht, was ich da mache. Gerade jetzt bei dem Becken. So. Schauen wir mal. So. Dann mache ich hier ein bisschen was drauf. Erstmal. Mache erstmal die Scheibe von innen sauber. Zack. Das ist halt, wie gesagt, viele machen das auch nicht. Viele machen auch die Seitenscheiben gar nicht sauber. Die lassen das einfach so. Oder haben halt auch die Becken halt in so Regalen drin stehen. Und aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er das macht. Ich mache da halt ein bisschen mehr, weil ich das schon besser finde. So. Das heißt, das legen wir mal hier drauf. Das packen wir mal hier drauf. So, wie gesagt. Ja, da kann ich auch noch einmal kurz. So. Seht ihr, dass ich das mache? Zack, zack, zack. So, ein bisschen nass machen. Ja, die Scheiben sind soweit alle sauber. Da ist halt nicht viel. Und ja. Alles klar. Zack, wieder zu.
So, hier ist die Dings, wie gesagt. Da weiß ich halt jetzt nicht, ob ich die Schale ganz rausnehmen soll. Bei der guten. Dann mache ich lieber so. Ne? Weil die halt nun mal noch da in die Öffnung hat, kann natürlich auch sein, dass sie halt mir entgegenkommt. Und deswegen mache ich die Schale nicht ganz raus. So, hier ein bisschen nass. Und fertig. Weil ist ja eine Baumspinne. Na, ich habe einen Engländer, wie gesagt, einen älteren Herrn, ja, der das wirklich sehr, sehr gut macht, richtig toll. Den gucke ich mir auch sehr gerne an. Und der macht halt auch, wie gesagt, diese Trinkpöttchen, macht er halt für die Baumspinnen, macht er die oben mit Halskleber, macht er die dran. Habe ich, glaube ich, auch schon mal von erzählt. Okay. So, das heißt, die Becken sind für mich jetzt eigentlich soweit fertig, was das Bewässern angeht. So, dann gucke ich einmal hier. Die Scheibe brauche ich eigentlich auch nicht ganz rausnehmen. Hier ist sie leider auch schon gesprungen. Also ich habe hier einige Becken stehen, die halt auch nicht neu sind. Ich habe die halt gebraucht erworben von Spinnenzüchter. Und ja, deswegen haben die halt auch teilweise leichte Blessuren. So, hier ist halt echt Moos auch mit drin. Das mache ich ein bisschen mit nass. Wunderbar. Zack, zack. Und fertig. So. So, es ist eigentlich, wie gesagt, ich finde es, wie gesagt, super. Es ist eigentlich, das Wasser kommt dahin, wo es hin soll. So, jetzt packe ich den Strom einmal dahin, dann kann ich gleich hier weitermachen. So, wo ist die Morinos? So, alles klar. So, ein bisschen da unten rein. Zack. Und ein bisschen das Netz auch mit befeuchten, weil die ja auch gerne vom Netz trinken. Und das war schon. Wollen wir gar nicht. So. So, dann mache ich das hier ein bisschen sauber. Die Scheibe rein. Und weiter geht's. So, da haben wir die Dings. Die Klasi. Die hat es eigentlich auch ein bisschen gerne ein bisschen trockener. Aber wie gesagt, da mache ich halt auch gerne ein bisschen hier das Laub. Bisschen nass. Da vorne ist auch ein bisschen Moos. So. Jetzt habe ich es auch ein bisschen aufgeschort, aber alles gut. Zack. Erledigt. So. Ihr seht, also es ist wie gesagt eigentlich total easy. Ja, und durch dieses Sprühen hat man halt das Problem, dass halt das überall hingeht und weiß ich nicht, die Becken dann schon ziemlich versaut aussehen, ne? Mit den ganzen Kalkflecken und Wasserflecken und alles. Und wie gesagt, das versuche ich halt ein bisschen zu vermeiden, weil es sieht schöner aus und alles klar. Erledigt. Nächste Spinne. So, da hinten ein bisschen gucken, dass die Pflanze auch was abkriegt. So, deswegen finde ich das auch so cool mit den Legosteinen. Das ist echt eine geile Idee. Jetzt mache ich da einfach noch einen dazwischen, damit die Scheibe ein bisschen höher ist. So, Ast rein. Wunderbar. So, erst das Moos ein bisschen befeuchten. Bisschen da rein und dann einfach mal umdrehen und bis hier hinten hinspitzen. So, das war schon, dass die Pflanze auch ein bisschen was abbekommen hat. So, okay. So, gleich hier abputzen. So, eben da oben rein.
Das mache ich eben ohne Stein. Dann halte ich sie hier auf. So. So. Ein bisschen auf die Pflanze. So, zack. Wunderbar. Eben dasselbe. Ein bisschen das Moos machen. Und fertig. Kein Problem mit den Tieren. Das klappt wunderbar. Da gibt es keine Schwierigkeiten. Da springt einem auch keine Spinne ins Gesicht. Da muss man auch gar keine Angst haben. Wie gesagt, das ist einfach so. So, ja, dann würde ich sagen, dann machen wir hier noch ein bisschen was rein. Hier noch ein bisschen. Zack. So, dann hier noch ein bisschen. So, in der Natur haben die ja auch kein Trinkpöttchen. Also von daher, ja, wenn man das ein bisschen befeuchtet und die dann halt vom Netz aus das Wasser trinken, das machen sie ja in der Natur auch. Also das mit den Trinkpöttchen, ja, in den meisten Becken habe ich welche drin. Aber ich sehe das jetzt nicht so wichtig an, weil ich da halt schon halt einen Rhythmus habe und das dann halt mache einmal die Woche und das klappt eigentlich ganz gut. Okay, so, jetzt muss ich eh die Flasche befüllen, aber wie gesagt, so mache ich das. Ich habe jetzt die Becken noch, diese hier noch, die mache ich jetzt gleich noch, aber im Endeffekt wollte ich euch das nochmal zeigen, wie ich das mache. Und ja, ich finde es eigentlich eine ganz coole Sache so. Ich kann da sehr gut mit arbeiten und das Wasser kommt dahin, wo es hin soll. Und ja, finde ich doch schon ganz in Ordnung. So, dann werde ich mal die Flasche befüllen und gleich werde ich mit dem Schwager noch zum Laden fahren. Ein bisschen Futtertiere holen und dann gucke ich dann, ob ich dann halt das eine Video halt mit dem anderen, wenn ich dann noch mal füttere, verbinde. Aber das Video jetzt halt, das lasse ich separat halt, damit ihr halt seht, wie ich das mache. Das ist auch keine Hexerei, da muss man auch gar nicht Angst vor haben oder so. Wie gesagt, das ist eigentlich auch kein Problem mit den Tieren, da ein bisschen zu hantieren. Da ich halt eh so ein Putzteufel bin, denken die Spinnen sich bei mir sowieso, ach, der Bekloppte kommt schon wieder hier. Ah, hier, ne? Wir hauen lieber ab, ne? Mit seinem Sauger und Wischeimer und was weiß ich nicht alles. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, so mache ich das. Klappt wunderbar. Und würde mich interessieren, wie ihr das macht, wenn ihr auch solche Tiere habt. Und halt auch über ein Feedback freuen über Kommentare, was ihr davon haltet. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns, Freunde. Bis dahin, ciao!